Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Yo, servus und hallo zurück zu Meta 2033. Und jo, in der letzten Folge haben wir ziemlich verkackt eigentlich am Ende, oder wie es gut gesagt, ich. Und davor sind wir durch so einen richtig geilen Tunnel gegangen und jetzt sind wir kurz davor zur Waffenkammer zu gehen. Und ich habe gesagt, das machen wir einfach einmal und schauen, ob der was dabei hat. Nope. Und dann gehen wir einfach mal zur Waffenkammer. Wow. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Das schaut nicht so stabil aus. Ah, okay, doch. Ich kann mich echt gar nicht mehr an die Waffenkammer erinnern. Bin echt schon ziemlich gespannt. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Jo, er lässt uns jetzt alleine. Dann gehen wir dort allein hin. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Das steht dort zwar nett, aber okay. Also jeder, der das wissen will, kann das ja mal kurz durchlesen. Oder das Video shoppen, aber das, was er vorgelesen hat, steht da eindeutig nett. Ich habe übrigens auch auf Wunsch von euch die Ingame-Lautstärke ein bisschen leiser geschalten. Musik und Spiellautstärke. Und ich hoffe, es passt jetzt so. Alles klar. Oh, Wodka. Das schaut irgendwie. Oh, achso, okay. Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Ja, ich kann halt der Bandit sein. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Oha, wie gastfreundlich. Ja, nice. Danke. Kann er euch ausrauben? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Doch nicht so nice, glaube ich. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Moon. Ah, ich liebe Moon. Also das ist eines der besten Gefühle in dem Spiel, was man finden kann. Wenn du irgendwo hinlaufst und du siehst, da ist Moon. War das gut? Okay, danke. Sehr freundliche Station. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom Anders. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Oh shit. Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Erhalt oder ich schieße auf! Du Scheiße! Ich bring ihn um! Los! Komm dir mir nach! Alles klar! Los! Los! Eine feindliche Abwehr!
Ich glaube, wir haben André, den Waffenschmied, gefunden übrigens. Ich kann ja schneller laufen als sprinten. Okay, wir haben nett André, den Waffenschmied, gefunden. Oh. Okay. Okay, mit dem haben wir nicht gerechnet, der war Cutscene. Ja, dann. Laden. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Alles klar. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ja, was muss ich da machen? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Du Scheißkerl! Ich bring ihn um! Los! Kommt mir nach! Sei vorsichtig! Auf das! Warum auch immer er irgendwie immer schneller ist als ich, obwohl ich sprint. Ah, links! Sorry, ich hab Licht verstanden. Oh Gott. Das wird der André sein. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Aha, das ist jetzt übrigens das, was da vorher gestanden ist. Führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld, die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Metro2035.com auf der Website war noch nie. Okay. Dann spazieren wir jetzt da durch, wo wir vorher durchgelaufen sind. Ja, interessant, dass sie das genauso komisch verwechselt. Also, dass sie so vertauscht. Die Cutscene und einfach das, was er da redet. Glaub nicht, dass das so gewollt war. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Irgendwas sagt mir, dass das die Faschisten sind. Na, oder auch nicht? Besuch unsere Läden. Füll dein Arsenal auf, solange du kannst. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. So, kann ich bei deren Schalldämpfer drauf tun? Tatsächlich, was kostet denn der Spaß? 30. Es ist es mir wirklich wert. Der ist nämlich echt nice. Irgendein Scope? Nachtsicht für Dunkles. Das ist wahrscheinlich einfach das Red Dot. Tunnel schwierig, ja. Ich werde das nehmen, glaube ich. Nachtsicht, Zieloptik. Ja, probieren wir es aus. Es ist ja egal. Das macht sogar mehr Spaß. Was kann man da noch Schönes machen? Laservisier. Nehmen wir. Unser AK ist full equipped. Und den können wir eigentlich auch noch an. Oh. Oh. Oh, Gandalf. Die Genauigkeit wird stark erhöht. Interessante Sache. Ist mir aber irgendwie keine 40 wert. Habe ich lieber ein einfaches Red Dot drauf.
Das finde ich nämlich ganz angenehm auf dem Revolver. So, so gehen wir jetzt mal. Oder warte, das kann man eigentlich auf der Schrotflinte so machen. Ein Schalldämpfer. Nicht im Ernst, oder? Erhöht die Feuerkraft. Der Doublet aufs Doppelte. Okay, mit erhöhtem Rückstoß ist das vielleicht nicht so cool. Mehr Genauigkeit. Was verändert sich da? Ah, okay. Das ist wieder höhere Genauigkeit und das ist auch Genauigkeit. Das haben wir aber, glaube ich, schon. Aber das kann man nehmen, weil ich glaube, das zahlt sich sogar aus. So. Gut, jetzt reicht's. Wir gehen jetzt weiter. Wo ist der Typ jetzt hin? Ah, da. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Hallo. Na los, spring in das Loch, Atjom. Oh, ein Ding. Und Militärmund. Ja gut, und jetzt? Jetzt sitze ich in dem Loch. Und warte. Ah, oh, jetzt kommt's. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wieder, was ich tun muss. Also, ich weiß nicht, ich sag's noch einmal, die Atmosphäre in dem Spiel ist einfach sowas von geil. Also es gibt ein paar solche Spiele, die einfach. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Die einfach so unglaublich geile Atmosphären haben. Und Metro und Fallout sind so ziemlich meine Favoriten, was Atmosphäre betrifft. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Also wenn ihr irgendwelche atmosphärischen Spiele kennt, die euch noch besser gefallen, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich spiele sowas echt unglaublich gern. Also es wird mir, sowas macht mir echt Spaß. Oh, und für alle, die das Play bis jetzt schauen, einmal vorerst danke. Hey, ist es wirklich sicher da drin? Und ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Ja, wow. Also das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Jo, noch einmal zurückkommen zu dem, jeder, der mir gerade bis jetzt zuschaut bei dem Let's Play, danke dafür. Ich hoffe, es gefällt euch. Und es wird ganz zum Ende der letzten Folge wird es eine kleine Überraschung geben. Also bleibt auf jeden Fall noch dabei. Wird eine sehr, sehr coole Überraschung werden. Überall ist die Schleiche irgendwie seine Bücher, aber das finde ich eigentlich okay. Sind übrigens auch sehr cool, weil er lesen will. Die Metro-Bücher sind echt nice. Es wird mich da echt keiner sehen, das glaube ich nicht. Ups, sorry. So, dann gehen wir auf die Reise. Ist anscheinend sogar motorbetrieben, voll Hightech. Aber wenn sich der Motor echt komisch anhört. Ist hier wirklich sehr, sehr geile Station. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Ja, nice. Mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Wow. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das?
Ein Antibiotikum? Ja, so ähnlich. Das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Die Kapseln uns übrigens wirklich geben. Für jeden, der jetzt nicht weiß, um was es geht. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja. Yeah. Kapitel 4. Es geht voran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie viele Kapitel das gibt. Ja, nice. Okay, unsere Waffen schaut eindeutig bedrohlicher aus. Ja, das schaut ganz cool aus. Dann D, schaut auch ganz gut aus. Scope ist zwar ein bisschen eklig, aber ja. Fuck, das war nicht anvisieren. Lol. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich die killen muss oder nicht. Aber ich glaub schon. Am Schuss wäre mir das Ganze lieber gewesen, aber ja. Oh, ich habe Munition, das hätte ich kaufen können. Ja, nice. Oh, da ist keine Deckung. Hey, der ist tot. Nice. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde die Waffen so unglaublich geil. Da unten sind noch mehr. Oh shit. Das ist nicht gut. Nicht gut. Jupp, nicht gut. Haben wir fast gedacht. Sorry. Das war unüberlegt. Es hat halt angefangen mit der Schrotflinten. Das war das größte Problem eigentlich, glaube ich, dran. Ich liebe es. Es ist einfach so lustig. Und warum sein Licht jetzt aus ist, weiß ich auch nicht. So, gehen wir ein bisschen Munition holen. Weil die kann ich eh brauchen. Dringendst.
Mhm. Ich hab den anderen gerade unabsichtlich killt. Und weg ist er. Ist halt immer ideal, wenn du nur einen Schuss für den Gegner brauchst. Aber es geht leider nicht immer. Vor allem nicht, wenn die so eine sprayen. Ah, stirb. Ja, ist nervig. Aber was soll's. Gott, die haben wir gelootet, die haben wir gelootet. Gehen wir da entlang. Schön die Lichter ausmachen. Davon aber. Ich bin halt nur voller Hoffnung, dass wir da irgendwie jetzt ganz viel Moon farmen können und so. Das Problem ist halt nur, die werden es uns jetzt einfach so geben. So. Da war Medipack auch dabei. Und Filter. Ich glaube, irgendwer schießt auf mich, aber. Ah ja, tatsächlich. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann hat man das auch geschafft. Ich sag ja, das Scope ist echt ganz okay. Also, ich glaube, es wäre noch besser gegangen, weil ich stehe jetzt nicht so heftigst auf das Thermalscope oder was immer das sein soll, oder so ein Nachtsichtscope, oh, wobei Nachtsichtscope ist eigentlich okay. Thermalscope wäre schlimmer. Geht das? Trifft man seinen Kopf? Nämlich, ich schieße ihm seinen Kopf, seinen Helm vom Kopf und er denkt sich nur so, okay. Boah, wie viel frisst er? Den habe ich nicht gehört, aber das war gerade ziemlich lucky. Ist einfach so sicher, wer oder schießt von hinten auf mich her. So, der ist down. Den Moon hole ich mir jetzt aber nicht, das ist mir zu weit weg. So, und bevor die Action da jetzt auch weitergeht, werden wir jetzt da mal die Folge für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir werden dann nächste Folge das Elf wie möglich weitermachen und fertig machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich sehr darüber freuen. Würde mir wirklich sehr viel weiterhelfen. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.